Herr Habert, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion fordert schon seit Monaten ein Verbot von Kinderehen. Warum dauert das so lange? Das müssen Sie das Bundesjustizministerium fragen. Wir haben schon vor einigen Monaten als Union einen Eckpunkteentwurf vorgelegt. Das Bundesjustizministerium arbeitet an den Entwürfen. Wir sind aber in der Tat der Auffassung, es wird jetzt Zeit, dass das Justizministerium einen Entwurf vorlegt. Und worauf kommt es bei der Ausgestaltung des Gesetzes an? Für uns ist es wichtig, dass die erste staatliche Behörde die Kenntnis erlangt von einer solchen Kinderehe, dies umgehend an das Jugendamt kommuniziert. Wir wollen, dass das Jugendamt dann verpflichtet wird, einen Antrag auf Aufhebung einer solchen Kinderehe zu stellen. Und wir wollen, dass dann das Familiengericht verpflichtet ist, eine solche Kinderehe aufzuheben und die in diesem Zusammenhang erforderlichen weiteren Entscheidungen zu treffen, etwa zum Umgang mit dem Sorgerecht, wenn Kinder vorhanden sind, zur Frage möglicher Unterhaltsansprüche, vielleicht auch, wenn ein bescheidenes Vermögen da ist, wie das zwischen den beiden früheren Ehepartnern aufgeteilt wird. Das sind dann Entscheidungen, die das Familiengericht treffen muss. Aber wichtig ist für uns, dass die Familiengerichte hier keinen Spielraum haben. Es gibt für uns keine guten minderjährigen Ehen und schlechten minderjährigen Ehen, sondern wir wollen eine generelle Absage an solche minderjährigen Ehen, weil 13-, 14- oder 15-jährige Mädchen in solchen Ehen nichts verloren haben. Herr Habert, wie viele Kinderehen gibt es eigentlich in Deutschland? Das ist schwer, diese Frage abschließend zu beantworten, weil es natürlich eine nicht unerhebliche Dunkelziffer gibt. Wir hatten im Sommer ungefähr 1500 staatlich registrierte Fälle von Ehen mit Minderjährigen, bei denen also ein Ehepartner unter 18 Jahre alt war. Und wir hatten im Sommer fast 400 staatlich registrierte Fälle, bei denen ein Ehepartner unter 14 Jahre alt war. Das zeigt doch, dass es nicht ein Problem ist von einigen wenigen Fällen, sondern dass wir hier doch weit über 1000 problematische Fälle haben. Die Dunkelziffer liegt unter Umständen noch deutlich höher.